Ja, herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung Guten Tag. mit meinem freundlichen Kollegen Thorsten. Wir sind dabei, den schönen Quickie mal zu bauen. Wie ihr seht, haben wir schon die Vorderfront ohne automatische Ja, Schiebetür. sind nur Klapptüren. Aber trotzdem cool. Ja, und jetzt sind wir schon bei Tipp Nummer 4. Die Optik ist ja durchaus da, als wenn. Das stimmt. Gut, Tipp Nummer 4. Und Let's build. Das zeigt ihn. Dann hole ich immer wieder rein. Wie immer. Yeah. Und wir bekommen einen zweiten Hummer. Ein Angry Dad. Angry Nerd. Video Game Nerd. Schönen Gruß an der Stelle. Ich möchte sie das zwar niemals angucken, aber wer weiß. Wer weiß. Man sollte nie, nie sagen. Niemals! Haben wir vielleicht noch eine? Nein. Noch eine Tüte. Noch eine Tüte. Man weiß es nicht. Nein. Kannst auch hinlegen, es wird eh ein größeres Vorhaben. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Das kann doch gar nicht stimmen, was du da gemacht hast. Doch, klar, kann das Nee, du hast stimmen. die falsche Platte genommen. Nein, habe ich nicht. Die ganz kleine. Ja, wieso passt der 4? Ach so, das ist der. Ach so, ist das gemeint. Alles klar. Also bitte, ja? Ich hab's geschnallt. Immer gibt er mir die Schuld. Ja, denn sonst? Sonst kein anderer da. Warte, wir noch nicht durch. Ja, genau, gerne. Genau. Juhu. Uiuiuiui. Ja, da kommt wieder unsere Dam, dam, dam. große Platte. Genau. Nee, Nee, eben so nicht, wollte ich gerade rum. sagen. Ja, wollt Lego uns wieder vertrollen. Das ist jetzt aber richtig rum. Ja. Das guckt ein bisschen rüber, wie weit weiß ich noch nicht. Ja, einen Und schätze ich frei. Ja, mal. das ist völlig korrekt. Brauchst du noch mit oder wie sieht's aus? Ja. Das ging mir zu schnell. Okay, dann soll irgendwo rein hier. Warte mal, jetzt muss er wieder. Nee, so. So? So, ja, doch. Und warum habe ich hier eine Lücke? Weiß ich nicht. Mensch, Mensch, Mensch. So. Wenn das jetzt falsch ist, haben wir Pech. Na, 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 na. Na, 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 na. So, einmal der, einmal der, dann kommt der dahin. Ich komme in Fahrt, ja. Yeah. Und jetzt wäre ich auch geil. Da. Nach einer Zeit, dann kriegt man Routine. Routine, ich mache das blind. Ja, das hatten wir ja schon mal, das Thema. Ja, irgendwas war da mal, ja. Die Maus in the house. The Mouse and the Quickie Mall. Also da war ein flachen Zweier. Dann kommt ein Torbogen. Mäuseloch. Cool, tatsächlich. Muss man mal zeigen, da ist ein Mäuseloch drin. Ja. Ich nicht hier. Warte mal kurz, ich bin noch nicht ganz so weit. Da kommt, glaube ich, noch ein Dreier. Einer haben wir noch. So einen flachen Zweier und so ein. Ja, der flache Zweier fehlt mir auch noch. So schon die ganze Zeit. Wird schon wieder irgendwo vergraben. Aber wenn nicht, finden wir ihn gleich. Dann finden wir ihn gleich. Da. Ja, dann setzen wir ihn rein. Prima. Jedenfalls passt er nicht, Herr Lorenzki. Ja, sehe ich.
Bei dir passt aber ja, nicht. Ich wollte gerade sagen. Ich habe alles richtig gemacht. Nicht diesmal nicht an dir. Ich wollte dich nur testen. Genau. Warte, das ist schon wieder viel zu eilig. Ja, stimmt, der Vierer, Dreier, Einer. Ja, Wo ist er denn? Da ist er. Nehmen wir den doch. Sind genug. Sind genug Einer da. Und dann haben wir es auch. Ich finde auch dieses Blau so schön. Ein typisches Blau vom Himmel, wenn am Anfang der Simpsons-Schriftzug da rumfährt. GEMA-Probleme, ich sehe es, komm. Ach. Wobei hatten wir bei dem anderen auch nicht. Nee, richtig. Wobei, jetzt können wir ja drüber sprechen, das ist ja schon offiziell. Aber wir machen es nicht. Das ist ja jetzt, wo wir das Braun schon veröffentlicht. Ist richtig. Also nee, es ist nicht, aber wenn es... Während das öffentlich ist... Wir reden über Zukunft. Genau, zurück in die Zukunft. Jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Mann, ey! Ja, ich hab was nicht genommen. Ja, genau, mitnehmen. Ich mach doch gar nichts. Ich hab doch nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Einzige Platte, die Bart mal gesungen hat. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch eine Platte gemacht. Wie, Bart hat eine Platte gemacht? Ja, ich habe nichts gemacht. Stimmt. Und er war mal in einer Boyband. Da war Wiggum übrigens auch bei, der Kurze. Vierer. Ja, ich merk's. Wo sie, die konnten überhaupt nicht singen. Die haben Computer angeschmissen, dann hörte sich das ganz toll an. Aha. Die haben allerdings Texte gesungen, um die Menschen für die Navy anzuwärmen. Nummer 48. Wie hieß das nur? Ivan Etniorisch oder sowas haben die immer gesungen. Und rückwärts war das dann Join the Navy. Ach so. Mhm. Haben sie die Kids nur missbraucht? The Leftorium, Next White. Von Flanders eine Werbung. Ach, das Lefthendrium, ja. Sein Lefthendrium. Er ist aber mutig, bei auf dem Quickie-Mart Werbung für sich zu machen. Er hat ja nichts miteinander zu tun, ne? Naja, wie meinst du denn? Er hat ja nur Linkshänder-Sachen und er hat das Lebensmittel. Wobei der Laden ja auch nur ein, zwei Mal eine Rolle spielt irgendwie. Der spielt nicht so oft eine Rolle, ne? Ja, stimmt. Was will uns dieses Bild jetzt sagen? Dass man wir das da zusammen dran machen müssen. Jetzt kommt die Fusion. Ey, was noch auffällig war, wie viele Leute auf einmal in Springfield Linkshänder waren. Ja. Hat die Eröffnung mal, ja. Selbst Mr. Burns hat dann den Wagen gekauft. Dann. Ich würde sagen, das kommt. Ja, genau. So. Genau so. Geil. Oh. Ja. Weiß nicht, wie wir das hinstellen sollen. Das weiß ich gerade auch nicht so genau. Auf jeden Fall kommt hier erstmal eine Platte drauf. Ja, so alles. Der Rest ist hier. Ja, kommen drei von diesen. Von meiner und das hintere vom Quickie-Mart an dich nie zu Gesicht kriegt, oder? Nee, Seite, nicht wirklich. Die Seite ja, aber die Rückseite. Wo kommst du denn hin? Du kommst dahin und zwar so. Ja, und dann kommt da noch so ein Vierer hin und so ein komisches beiges Teil. Ich weiß gerade gar nicht, was das war. Ja, das ist gut. Das ist das. Das passt. Ja, sehr schön. Und dann kommt hier noch so ein schwarzer. Ah, der hier, glaube ich, ne? Mit Loch. Jupp. Haben wir. Ah, was für ein Turmbaum. Was die Steine eh in deiner Nähe. Jo. Ja. Mit so die Wand.
Cool finde ich das, dass die Flinders nicht so genommen haben, sondern auch mit dieser Lego-Hand da drauf. Ja, mit einer Lego-Hand. Ja. Richtig. Die haben sich schon was dabei gedacht. Wenn es danach ginge, könnte man noch 100 Szenarien aus Lego entwickeln. Ja. Ja, Krusty's Burger noch. Krusty Burger wäre auch geil. Das käme auch richtig gut. Das käme auch gut, ja. Aber welcher? Gibt ja mehrere. Ja, genau. Du brauchst ja nur einen nehmen. Wo er im Film da an der Scheibe klebt. Ja, genau. Mit der Fritte. Ja, mit der Fritte, genau. Dann ist Flinders mal da und dann sowas. Ja, Flinders erwartet man sonst dort nicht. Da kommt doch. Da oben hast du noch was. Nach oben, ja. Sehe ich gerade. Da ist er schon. So. Mhm. So, ah, Nummer okay. 49. Kann ich hier schon mal die... Spider-Pig, the Musical. Nein, Spider-Schwein. Ja, das Spider-Schwein, Musical. Spider-Schwein macht, was immer Spider-Schwein so macht. Wow. Also wer es noch nicht wusste, ich weiß nicht, ob es von Spider-Man überhaupt ein Musical wird. Bestimmt. Aber Spider-Pig? Ne, ich glaube, von Spider-Man gibt es kein Musical. Jetzt nicht irgendwie so. Nur Mitarbeiter haben Zugriff, Zugang auf die Leute, auf die Maus. Auf diese. Aha. Obwohl, da ist ja so ein. Nee, das ist ohne. Ups. Tja. Ja. Ich bewege mich keinen mehr. Ich mach das schon. Bitte. Machen wir. Ja. Machen wir gleich. Muss unser Publikum ja nicht mitkriegen, wie du dich hier erniedrigst. Ja. Es sei denn, wir brauchen den Stein. Ja, hier, da sind so Schlösser drauf. Hier, das habe ich erst vorhin gesehen. Ah, Dosen. Dosenöffnungen sind das. Oh. Für die Bass-Cola. Ah, eine Stange zum Tanzen. Ja, viel Spaß, Thorsten. Nicht für mich. Für March. Ja, die sich ja für den Playboy ausgezogen hat. Ja, für den Playboy nicht, sondern für den Kalender, ne? Ja, auch, aber, ne? Haben sie sich ja noch besoffen gemacht. Irgendwo habe ich jetzt einen Denkfehler. Ach, da kommen noch mehr drauf, okay. Ja, die anderen, die da mitmachen mit diesen Fotos, die sind dann nicht da drin. Das ist auch ein bisschen gemein. Ne, im Nachhinein haben sie nur March da reingesetzt, das stimmt. Aber dadurch hat der Kalender einen riesen Erfolg gefeiert. Und Huma hatte endlich einen Playmate im Bett. Ja. Sowieso erstaunlich, wie gut er bei Frauen ankommt, ne? Das wundert mich auch, ja. Ja. Hallo, er trinkt nur und... Das ist ein reiner Säufer. Da kommt nichts mehr drauf, ne? Also bei da nicht, aber hier noch. Nee. Doch. Auf die Tür. Ja, so ein grauer. So. Ich brauche schon mal das. Jetzt brauchen wir die Dose. Ja, dann kannst du sie ja mal aufheben gehen. Die kann man auch nachträglich noch. Ja, ja. Den Deckel drauf machen. Ja, ja. Das macht zu viel Krach. So. Macht zu viel Krach, so wegen der Müllmanze. Mhm. Na, das ist natürlich wahr. Aber wie detailverliebt das auch ist, ey. Sogar mit Dosenöffner, Öffnung da drin. Das ist schon Wahnsinn, ne? Da hast du recht. Eine Kamera. Ach, dafür ist die Kassette da. Welche Kassette? Ich habe vorhin so ein Tape gesehen. Ja. Das ist hier. Wow. Für die Kamera, ja. Für die Cam. Action Cam.
das vorne oder hinten? Sei eigentlich Wurst. Kommt jetzt hier dran und dann war es das mit Freiheit. Jetzt heißt es Überwachung. Ja. Der wird ja auch so oft von Snake fallen. Dann brauchen wir das auch. Deswegen wird er auch abgeführt. Ja, für wie lange ist dann die Frage, ne? Was genau ist dir denn runtergefallen? Ja, der Deckel. Ja. Das findest du so nicht. Müssen wir gleich machen, das wird echt zu laut. So, jetzt kommen noch Milchtüten oder was. Ja, hat schon ein reichhaltiges Sortiment, muss man sagen. Ja, Lebensmittel und Drogerie so ein bisschen, ne? Ja, so ein Drogerie. Klopapier, genau. Taschentücher, da ja auch. Gab es auch mal so eine Folge, wo Springfield aufgeteilt wurde an Ost und West. Ja, genau. Wo Marge dann einkaufen macht, tut mir leid, ich muss jetzt Steuern für Auswärtige rechnen. Dann war auf einmal alles teurer. Achso, der kommt dann einfach. So. Regal fertig. Davor ist auch so eine Kühlgeschichte. Ja, die Reihe geht weiter. Ja, ist ja logisch, wenn man das zuklappt, dann sind das fünf Türen nebeneinander. Und da kommt dann die Privattür. Ja, da kommen zwei Kleber drauf: 26 und 34. Sicherheitstür. Ja, die brauchen wir auch. Der ist zu kurz, kann das sein? Das passt. Das ist der Fehler, da kommt noch ein Zweier vor. Genau. Okay, dann ergibt es einen Sinn. Prima. Bist du durch? Ja, ich bin soweit. Oh, ich hab wieder. Was ist das denn? Power? Ist das die Feuerwehrskörper? Power Sauce. Power Sauce. Sechsmal. Ja, kannst du kleben tun. Out, 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 out. Ja, ich muss ja alle sechs haben. Ja, mal drauf. Power Soße. Die scheint gut zu laufen. Oder nicht. Oder nicht. Oh mein, das ist falsch, ja. Ich muss ja gerade umdenken, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß auch nicht, wo die vorkommt, die Power-Soße. Ich kann es dir gerade ehrlich gesagt auch nicht sagen. Power-Sauce. Ist ja nicht schlimm. Denk an die Soße. Aber es hat da auch nichts zu tun. Nee, nicht wirklich. So. Wenn diese Fernsehsendung macht, denkt an.
Nee, kann ich gerade nicht zuordnen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es einer weiß, in die Kommentare. Wo gibt es eine Powersoße? Bei der Serie, muss ich sagen. Ja, nee. Aber wenn jetzt einer kommt bei Star Wars, gibt's einen. Ein Thema verfehlt. Leider falsch. Ja. Leider geil. Musst du die ineinander stecken? Ja. Powersoße. Ja, warenpräsentativ hier aufbauen. Ja. Nee, so nicht. Das ist die Soße. Auch nicht. Ja, so ein bisschen verdreht und verschrummelt. Ich gebe mein Bestes. Das reicht nicht! Warenpräsentation ist wichtig im Salon. Das sagt der Richtige. Ja, das sagt auch der Richtige. Sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn du Waren stehen hast, die so bei den Kunden zu Hause gar nicht hinstellbar ist. Oh. Oh. Genau. Geht das bei mir zu Hause auch immer kaputt, dann nehme ich es lieber nicht mehr. Hey. Oh, wir nähern uns dem Ende. Das ist das Ende. Warum haben wir so viele Steine über? Weil ich blöd bin. Hab ich ja schon gesagt? Hier kommt Nein, bin ich nicht blöd. Hier kommt ja noch was drauf. Hier kommt ja noch was drauf. Und dieser Schauspieler macht da Werbung für diese Powersoße. Das ist, Troy McClure ist das nicht, McBain ist McBain, das. Ja, McBain. Genau. Zumindest spielt er McBain. Wie heißt denn der Schauspieler überhaupt? Ja, aber... Da kommt ein Zweier hin. Ja, genau, falsch rum. Ja. Das richtig so? Jo, das war. Ah, das ist so. Ah. Gut, dass man das so weit abziehen kann. Ja, du klebst es ja noch auf Lattenflächen. Hier ist sogar eine Regenrinne. So ist das richtig rein. Kriegt dann auch ein Werbeschild. So. Nicht, dass es diese Riegel sind? Nee, diese Das ist was anderes. Nee. Das war schon Titel Nummer 4. Powersoße. Ich kann mir echt vorstellen, dass das diese Powerriegel sind. Das kann auch sein, ja. Die er isst. Ja, stimmt. Er hat auch so einen Riegel in der Hand. Die isst er ja, als er diesen Berg erklimmt. Stimmt, ja. Gut, Tüte 4 mit Anhang. Tüte 4 mit Anhang. Tüte 5 wird der nächste Anhang. Ich würde sagen, bis dahin. Tschüss. Tschüss.